Hallo bei Phil's Philosophy. Die Entdeckung des Selbst als Teil der Vernunft bei Kierkegaard, eine zweite Folge zu dieser Frage. Zunächst die Wiederholung und dann die neue Frage. Kierkegaard fordert, dass all unser Wissen und Nachdenken immer auch zur Erkenntnis und zur Entwicklung unserer Selbst beitragen soll. Er schreibt, dass das steigende Maß der Erkenntnis, dem Maß der Selbsterkenntnis entspricht, dass das Selbst, je mehr es erkennt, umso mehr sich selber erkennt. Geschieht dies nicht, so wird die Erkenntnis, je mehr sie steigt, umso mehr eine Art unmenschlichen Erkennens, an dessen Zustandekommen das Selbst des Menschen verschwendet wird, ungefähr ebenso wie wenn Menschen verschwendet worden sind, um Pyramiden zu bauen. All unser Wissen, Nachdenken, Erkennen soll also zu unserer Selbstwerdung beitragen, in diesem Sinne auch bilden. Wir sollen uns fragen, wer bin ich, wer möchte ich sein? Aber weshalb ist das jetzt eine Erweiterung der Vernunft? Das ist jetzt die neue Frage dieser Folge. Dafür schauen wir zunächst darauf, was Kierkegaard in seinem Studium als Philosophie kennengelernt hat. Es ist die Philosophie Hegels. Hegels Philosophieren zielt nicht auf das Individuum und das genau wird Kierkegaard kritisieren. Hegel beschreibt in seinem frühen Hauptwerk Phänomenologie des Geistes einen Prozess der Entwicklung der Vernunft. Ausgehend von Sinnlichkeit und Wahrnehmung steigt diese immer weiter auf bis hin zu Selbstbewusstsein, Ethik, Religion und Philosophie. Bei Hegel denkt der Mensch über sich selbst nach und entdeckt dabei, was sein inneres Wesen eigentlich ist, nämlich diese sich immer höher entwickelnde Vernunft. Dabei geht es stets weg von der konkreten, zufälligen Existenz. Da möchte Kierkegaard später hin. Und bei Hegel geht es dann immer hin zum gewissermaßen ewigen Wesen des Menschen. Hegel schreibt, das besondere Individuum, also das konkrete Existierende, ist unvollständiger Geist, ist eine konkrete Gestalt, in deren ganzem Dasein eine Bestimmtheit herrschend ist, etwa meine konkrete individuelle Veranlagung, so wie ich eben bin. Wenn der Geist höher steht, ist das niedrigere konkrete Dasein zu einem unscheinbaren Moment herabgesunken. In der Höherentwicklung geht es also darum, wie Hegel sagt, das Allgemeine zu verwirklichen. Die Bewegung geht vom konkreten Individuum, also von der Existenz weg und hin zur allgemeinen Wahrheit, zum Wesen oder auch zur Essenz. Hegel schreibt weiter, der Weg des natürlichen Bewusstseins, das zum wahren Wissen dringt, oder auch der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen durchwandert, dass sie sich zum Geiste läutere, aufsteigt, indem sie durch die vollständige Erfahrung ihrer selbst zur Kenntnis desjenigen gelangt, was sie an sich selbst eigentlich als Essenz, als Wesen ist. Das Wahre ist das Ganze. Es geht Hegel darum, das Wahre als Subjekt aufzufassen und auszudrücken. Aber dieses Subjekt ist kein konkreter Mensch. Es geht nicht um das konkrete Individuum als Subjekt. Es geht nicht um Existenz, sondern um die Wahrheit in diesem drin, nämlich um das Wesen, um die Essenz. Und das ist die Wahrheit des Ganzen. Wir sollen uns bewusst werden, sagt Hegel, was wir eigentlich sind, nämlich Vernunft, Geist, Wahrheit. Und diese Essenz, das Wesen, ist wichtig, nicht unsere Existenz. In welcher Situation kommt Kierkegaard 1841 nach Berlin? Kierkegaard ist 28 Jahre alt, er hat Philosophie und Theologie studiert. Vor allem aber hat er sich mit seiner Geliebten Regine Olsen verlobt. Und dann, aus Angst davor, für die Ehe und die bürgerliche Existenz nicht geeignet zu sein, hat Kierkegaard die Verlobung wieder aufgelöst. Und er schreibt Tagebuch. Zum Abschied, schreibt er, bat sie mich doch einmal zwischendurch an sie zu erinnern. Doch auch ohne, dass sie mich darum gebeten hätte, hätte ich es getan. Und übergangslos geht es so weiter. Ich bin so froh, Schellings zweite Stunde gehört zu haben. Unbeschreiblich. So habe ich denn lange genug geseufzt, als er das Wort nannte Wirklichkeit.
über das Verhältnis der Philosophie zu Wirklichkeit. Da hüpfte das Kind des Gedankens in mir vor Freude. Ich erinnere beinahe jedes Wort, das er von dem Augenblick an sagte. Von hier, von Wirklichkeit aus, kann vielleicht Klarheit kommen. Dieses eine Wort, das mich an alle meine philosophischen Leiden und Qualen erinnerte. Nun habe ich meine ganze Hoffnung auf Schelling gesetzt. Aber wenn ich doch wüsste, dass ich sie, also Regine, glücklich machen könnte, ich reiste noch heute Abend. Weshalb setzt Kierkegaard seine Hoffnung in Schelling? Schelling kritisiert in seiner Vorlesung Hegels Philosophie. Sie übersehe gerade das Entscheidende am menschlichen Subjekt, dass es existiert, dass es wirklich ist. Mit dieser Entdeckung platzt der Knoten und Kierkegaard kann endlich seine eigene Philosophie entwickeln. Kierkegaards Mitschrift zur Vorlesung. Alles, schreibt Kierkegaard jetzt die Vorlesung nach, hat eine doppelte Seite. Quid sit, was es ist, was etwas ist, und quod sit, dass etwas existiert, ein Ding. Also kann die Philosophie in ein doppeltes Verhältnis zu allem treten, nämlich über was und über das. Die Frage bleibt aber, mit Rücksicht auf die im Vorgehenden aufgewiesene Doppelheit, also quid und quod, ob die Philosophie überhaupt beide Arten des Seins umfasse oder eben nur die eine, nämlich das Was, die Essenz. Und von hier aus kritisiert Schelling und mit ihm Kierkegaard Hegels Philosophie. Zitat, der Inhalt der a priorischen Vernunftwissenschaft, nämlich Hegels Philosophie, ist nun die ganze Wirklichkeit, doch nur was sie ist, nicht dass sie ist, also nur die Essenz. Es geht der Philosophie immer nur um die Essenz, das Wesen, nicht um die Existenz des Menschen, das nackte Das. Ich bin in das Leben oder ich bin in die Welt geworfen. Wie kritisieren Schelling und Kierkegaard nun Hegel des Weiteren? Hegels Definition der Philosophie schreibt Kierkegaard Schellings Vorlesung mit, dass sie nämlich Vernunftwissenschaft sei, insofern sie sich alles Seienden bewusst sei, kann man zwar gut mitmachen, man muss nur daran denken, dass alles Sein nicht das aktuelle oder wirkliche Sein ist. Soll das nun die ganze Philosophie sein, so erhält alles in der Wirklichkeit nur logischen Zusammenhang. Und dagegen wehrt sich das Unlogische in der Wirklichkeit. Zum Beispiel, so denken wir hier bei dieser Vorlesungsmitschrift, das Unlogische, dass Kierkegaard Regine liebt und zurück zu ihr will, aber doch denkt, dass er für die Ehe nicht gemacht ist. Zitat, dieser Homo, dieser konkrete Mensch, ist gar nicht nur Möglichkeit, sondern Wirklichkeit, absolute Identität, mit sich selbst identisch, als das andere für alles andere. Dieser konkrete Mensch existiert als etwas Einzigartiges, Individuelles, hier und jetzt zwischen allem anderen und muss über den nächsten Augenblick schon Entscheidungen treffen. Die reine Vernunftwissenschaft ist nur negativ, hat nichts mit Existenz zu tun, aber Existenz, schreibt Kierkegaard, kann nun auch Gegenstand für Wissenschaft, für Philosophie werden. Man müsste sich, so wird Kierkegaard hier denken, eine ganz eigene Philosophie ausdenken, bei der die Existenz des Menschen im Mittelpunkt steht und nicht seine Essenz. Später wird man das die Existenzphilosophie nennen. 5 Jahre später nur fasst Kierkegaard seine Entdeckung noch einmal zusammen, längst zurück aus Berlin. Der Weg der objektiven Reflexion über Hegel macht das Subjekt zu etwas Zufälligem und damit die Existenz zu etwas Gleichgültigem, Verschwindendem. Fort vom konkreten Subjekt geht der Weg zur objektiven Wahrheit. Und während das Subjekt und die Subjektivität gleichgültig werden, wird die Wahrheit es im Grunde auch. Denn sie geht uns eigentlich gar nichts wirklich mehr an. Sie betrifft uns nicht. Und gerade dies, schreibt Kierkegaard, ist ihre objektive Gültigkeit, dass sie also mit uns eigentlich nichts zu tun hat. Und welches wird der Weg der Existenzphilosophie sein? Welche andere Form von Wahrheit wird sich ihr zeigen? Das ist die Wahrheit als Wahrhaftigkeit. Für die objektive Reflexion wird die Wahrheit ein objektives, ein Gegenstand und es geht darum, vom Subjekt abzusehen. Für die subjektive Reflexion, die Kierkegaard anstrebt, wird die Wahrheit die Aneignung, die Innerlichkeit, die Subjektivität. Und hier geht es darum, sich gerade existierend in die Subjektivität
zu vertiefen. Man könnte auch sagen, mehr man selbst zu werden. Zur Take-Home-Message. Als Kierkegaard zum Wintersemester 1841-42 nach Berlin kommt, ist er verzweifelt. Und die gängige Philosophie, also Hegel, passt nicht zu seinem Leben. Für Hegel geht es nie um die konkrete Existenz eines konkreten Menschen. Kierkegaard setzt Hoffnung in Schelling, denn Schelling kritisiert Hegel und möchte eine neue Philosophie entwickeln, die den Begriff der Wirklichkeit in das Zentrum rückt. So findet Kierkegaard hier zur Existenzphilosophie die Existenz, das nackte Das meines eigenen Geworfenseins in mein Leben und in die Welt sind hier zentral. Kierkegaard erweitert damit den vernünftigen Diskurs, ja, den Begriff der Vernunft selbst. Zur vernünftigen menschlichen Selbstreflexion gehört ab sofort auch das wirkliche Existieren des konkreten Menschen mit dazu. Wahrheit gibt es nicht länger nur als Satzwahrheit, nur als objektive Wahrheit, sondern auch als existenzielle Wahrheit, als Wahrhaftigkeit der eigenen Existenz. Die Entdeckung des Selbst als Teil der Vernunft, das war ein zweiter Abschnitt über Kierkegaard. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.